Ja, Grüße von Ausheimischen, von Wien nach Georgia und wieder hier zurück in den Ramschwagsaal. Wir haben einen Ausheimischen heute Abend auch unter uns. Ihn hat es schon sehr früh in die weite Welt hinaus getrieben, aufgrund seines musikalischen Talents. Er ist Musiker und Konzertpianist und reist immer wieder zurück in die Gemeinde Nenzing, um dort sein Wissen an junge Musikinteressierte und Musiktalente weiterzugeben. Ich darf ganz herzlich begrüßen unter uns Christoph Moser. Ja, wir gehen gleich dorthin, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Zum Flügel, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Ja, da sehen uns auch alle. Ja, wunderbar. Mal ein anderer Blickwinkel. Ich darf die drei Fragen an Sie auch stellen. Was steht auf Ihrer Visitenkarte? Da steht mein Name da, mein Beruf. Also da steht Pianist, Musiker, Komponist, hin und wieder. Ja, ein paar Visitenkarten. Hin und wieder schreibe ich ein paar noch selber. Genau, Autofahrer zum Beispiel. Ich war gerade in Amerika und da fährt man so gerne Auto und das ist lässig. Also. Nein, sonst steht noch da mal Lehrer, ich unterrichte an der Universität für Musik. Und was war die zweite Frage? Die stelle ich erst. Wie sehen Sie Nenzing aus der Entfernung? Wunderbar, würde ich sagen. Ich bin also gerne in Nenzing aufgewachsen, was natürlich nicht aussuchen können, aber im Nachhinein, würde ich sagen, war die beste Entscheidung. Bin dann mit dem Büssel in Nenzinger Himmel hineingefahren mit Touristen, also sofern taugt mir der Nenzinger Himmel super und bin gerade jetzt letzte Woche oder vor ein paar Tagen drin gesehen, auf dem Nafkopf. Also ich gehe auch gerne wandern und ich finde Nenzing eine sehr innovative Gemeinde. Ich bin echt erstaunt, was da alles gesehen ist. Bin baff. Vielen Dank. Gratulation. Ja, da erübrigt sich die dritte Frage. Lieblingsplatz in Nenzing? Ja, Nenzinger Himmel. Genau. Und heute jetzt gibt es etwas ganz Besonderes jetzt gleich, nämlich es wurde mit einigen Musikkollegen, mit jungen Musikern etwas einstudiert auf heute Abend. Auf was dürfen wir uns jetzt im ersten Stück freuen? Im ersten Stück, das ist eine Eigenkomposition von mir, das ist mit dem Titel Heimatstern. Dieses Stück widme ich quasi Nenzing und mir und euch und der Gemeinde. Und dieses wird jetzt uraufgeführt, zusammen mit dem Stevie Moser. Wo ist er? Hm? Alle zu uns gleich. Wir sind also nicht verheiratet, wir beten, wir sind nur verwandt. Komm. Der Stevie ist 50 Jahre oder ist mittlerweile 16, fährt schon Moped und studiert im Musikgymnasium. Stimmt das? Gut, bin informiert. Danke. Also wir hören ein Stück über Heimat. Es ist eine ganz ruhige Nummer, Heimatstern, und für mich spiegelt sich darin ganz viel wie der Nenzinger Himmel und durch die Berge und die Gerüche und die Sehnsüchte. Alles, was es kennt jeder wahrscheinlich, wenn er weg ist oder länger weg ist und wieder zurückkommt, man verliert dieses Gefühl natürlich nicht. Andererseits ist mir auch wichtig, dass ich weggegangen bin. Und diese Diskrepanz, das ist, glaube ich, wie Tag und Nacht, das muss sie. Es kann nicht nur Tag sein, es kann nicht nur Sonne scheinen, es muss Yin und Yang gehen. Und Heimatstern, das ist für mich der Dialog, der das alles sozusagen widerspiegelt. Dankeschön. Dann dürft ihr jetzt an eure Musikinstrumente gehen. Ich darf die Bühne eröffnen. Es gibt nicht mehr viel dazu zu sagen. Mir ist nochmal in den Sinn gekommen, wie der Bürgermeister heute eröffnet hat. Heimat ist nicht nur dort, wo man wohnt, sondern dort, wo man liebt und geliebt wird, glaube ich. So war das. Passt wunderbar. Heimat, Stern, ich glaube, ein Stück für die Sinne. Gute Unterhaltung. Thank you.